Stimmer Presidente del Consiglio nazionale, Monsieur le Président du Conseil des États, geschätzte Mitglieder der Bundesversammlung. Sie haben mich eben in den Bundesrat gewählt und haben mir damit Ihr Vertrauen ausgesprochen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Je vous remercie du fond de mon cœur de la confiance que vous m'avez témoignée avec cette élection. Caras comembras et cars comembers dall'Assemblea federale. Cordial ingraziament per l'élection et per la confidenza. Sie haben mir mit dieser Wahl jedoch nicht nur das Vertrauen ausgesprochen, sondern auch eine große Verantwortung übertragen. Eine Verantwortung, die ich mit großem Respekt und auch großer Freude für unser Land und unsere Bevölkerung zu übernehmen bereit bin. In unserem Land mit seinen politischen Institutionen hat ein Mensch nur einen beschränkten Einfluss. Und auch unser Wirken ist zeitlich beschränkt. Wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir Lösungen für die Menschen erarbeiten wollen, können wir das nur gemeinsam. D'une part, il faut une volonté de coopération au sein du Conseil fédéral pour préparer les projets qui trouvent une majorité au Parlement et devant le peuple suisse. D'autre part, il faut la même volonté au niveau du Parlement pour trouver des solutions au-delà des frontières partisanes. Ibi semper est victoria, ubi concordia est, heißt es. Oder anders oder einfacher gesagt, gewinnen können wir also nur gemeinsam. Solo così saremo credibili e affidabili dinanzi alla nostra cittadinanza che deve sempre mantenere un solido rapporto di fiducia con le istituzioni. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns, dass wir uns zusammenraufen, dass wir uns nicht auf Maximalforderungen beschränken und darauf bestehen, dass wir aufeinander zugehen. Die Europapolitik, die Sozialversicherungen, die Steuerpolitik, Energie und Klima beschäftigen die Menschen in der Schweiz. Und sie erwarten zu Recht von uns, dass wir uns nicht gegenseitig blockieren, sondern miteinander reden. Wir dürfen dabei, ja, wir sollen sogar streiten und uns hart auseinandersetzen. Das gehört dazu. Und erfahrungsgemäß entstehen die besten Lösungen nicht aus absoluter Harmonie, sondern aus der Auseinandersetzung mit anderen Standpunkten und Meinungen. Dieser konstruktiv-kritische Dialog muss Leitschnur im Bundesrat, wie auch zwischen Bundesrat und Parlament sein. Sie dürfen diese Aussage gerne als Versprechen meinerseits zum Dialog auf allen Ebenen entgegennehmen. Die Kleinräumigkeit der Schweiz bietet hier einmalige Möglichkeiten. Wir kennen uns, die Akteurinnen und Akteure aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport, Kultur und Kirchen. Wir tauschen uns regelmäßig aus und diese Nähe und das Gespräch und der Dialog auf Augenhöhe, das gilt es eben zu pflegen und zu bewahren. Wir sind gemeinsam die Schweiz. Gerne leiste ich meinen Beitrag dazu. Mit meiner Wahl in den Bundesrat beenden Sie zudem ein dornenvolles Kapitel der freisinnigen Frauen. Nach fast 30 Jahren Absenz in der Landesregierung darf ich die Aufgabe als Bundesrätin übernehmen. Ich glaube, dass wir damit wieder zur Normalität übergehen können. Je tiens aussi à remercier Hans Wicki et aussi Christian Amsler, avec qui j'ai eu le privilège et le plaisir de faire le parcours de ces dernières semaines. Je les remercie de leur collégialité. Geschätzte Mitglieder der Bundesversammlung, ich habe großen Respekt vor der Aufgabe, die Sie mir heute mit dieser Wahl übertragen haben. Und ich bitte Sie, mich konstruktiv kritisch zu begleiten, um mich bei der Erfüllung meiner Pflicht zugunsten unseres Landes zu unterstützen. Ich erkläre Annahme der Wahl.